Diese hier ist vielleicht wichtig für die Stadt, aber diese hat sie weltberühmt gemacht, die Kapellbrücke von Luzern. 1365, über die Reuss gebaut, verband sie immer schon auf schönste Weise die Alt mit der Neustadt. Aber nicht nur. Sie war auch Wehrbrücke, um die Stadt von der Seeseite her zu verteidigen. Und sie war nicht nur Befestigung, sondern Bürgerstolz von Luzern. 111 dreieckige Gemälde wurden angefertigt, um quasi im Durchlauf einen kleinen Durchblick zu geben für Schweizer Geschichte. Tja, wenn es eine super Attraktion gibt in Luzern, dann ist es diese Brücke, die Kapellbrücke aus dem 14. Jahrhundert, die zweitlängste Holzbrücke der Welt. Und es ist ja leider nicht mehr die ganz originale. 1993 ist sie in Brand geraten wegen irgendeines Simpels, der seine brennende Zigarette weggeworfen hat. Man konnte sie zum Glück retten, aber 78 dieser wunderbaren Gemälde, die hier in der Holzbrücke verbaut sind, sind verloren gegangen. Trotzdem ist es der Ort, wo man jeden Touristen, der nach Luzern kommt, mindestens einmal trifft. Und die längste Holzbrücke, die ist übrigens in Bad Säckingen in Deutschland, aber liebe Bad Säckinger, tut mir leid, gegen Luzern könnt ihr trotzdem nicht mithalten. Einige der verkohlten Bilder und Pfosten hat man zur Mahnung stehen gelassen. Und auch wenn fast die gesamte Holzkonstruktion neu ist, alle Bilder, die man sieht, sind Originale. Da sind die Schweizer sehr eigen. Oberhalb der Brücke das Luzerner Schloss, ein Hauchneuschwanstein, ein Disney-Traum. Am nächsten Morgen lasse ich mich doch mal mit der Standseilbahn hochbringen. Die Lage ist natürlich einzigartig, aber ein Schloss wird mich nicht erwarten. Das Château Gütsch ist ganz schnöde seit Anfang an ein Hotel. Eine spleenige Idee, leider nicht mehr luxuriös, aber die schönste Möglichkeit, mal schnell einen Blick von oben auf Luzern zu werfen, mit seiner perfekten Lage am Vierwaldstätter See bis hin zur trutzigen Wehrmauer. Es ist ja immer so ein geflügeltes Wort, die Postkartenkulisse. Aber hier, wenn man oben auf dem Gütschberg steht und Richtung Luzern schaut, es ist einfach die Postkartenkulisse der idyllischen Schweiz. Und Luzern ist sicherlich eine der schönsten Städte, die die Schweiz zu bieten hat. Und nicht nur von hier oben ist sie schön, sondern auch, wenn man sich unten in die Gassen der Altstadt begibt und eigentlich an jeder Ecke, wenn man auf den Vierwaldstätter See guckt, sagt, mein Gott, haben es die Leute gut, die hier leben dürfen. Also schnell wieder runter an die Reuss. Städte am Wasser haben immer ihren eigenen Charme. Und ob die Kapellbrücke nicht schon genug wäre, gibt es auch noch die viel gemütlichere Spreuerbrücke, um zwischen den Gassen zu wechseln. Luzern war immer schon reich, das ahnt man angesichts der Stadtmauer. Heute ist es vor allem gemütlich hier. Sobald es warm ist, fühlen sich die Promenaden und Winkel mit Tischen und Stühlen. In der Schweiz geht man, losgelöst von den uns manchmal horrend erscheinenden Preisen, gerne essen. Der Apéro gehört einfach dazu für einen perfekten Tag. Und in Luzern muss man generell vielleicht noch weniger aufs Geld schauen als im Rest der Republik. Die Altstadt hat sich in der touristischen Nomenklatur die Kategorie Puppenstube verdient. Es ist schon arg niedlich hier, aber das macht natürlich die Attraktion aus. Spaziergänge hier sind gut für das Gemüt. Für mich als Berlin-Bewohner, der gewohnt ist, dass alles ein bisschen dreckig oder kaputt ist, ist das Bummeln durch Luzern Seelenbalsam. Bürgersinn plus funktionierende Verwaltung geht doch. Für die vielen Asiaten ist Luzern eh das Schweizer Sehnsuchtsziel, ob nun am Löwendenkmal oder im Shoppingparadies rund um den Schwanenplatz. Hier ist die Welt daheim, zumindest die mit fetter Brieftasche. Luzern ist vor allem Uhrenmetropole. Nur in Paris oder Shanghai wird mehr Luxus für das Handgelenk über den Ladentisch gereicht. Fast die Hälfte aller in der Schweiz verkauften Uhren tickt von hier aus, demnächst in aller Welt. Und angesichts der prächtigen Schaufenster und klangvollen Markennamen darf man auch davon ausgehen, dass es mehrheitlich keine Swatch-Uhren sind. Also ich bin hier sicherlich nicht in der absoluten Luxusgegend von Luzern, da wo diese tollen Geschäfte sind, wo man Tausende, Hunderttausende Franken ausgeben kann, sondern in der Zürichstraße. Aber Fachleute sagen, hier ist der Sitz des coolsten Uhrenladens, der coolsten Uhrenfirma der Welt, Ox & Junior.
Und die will ich mir jetzt mal angucken. Mal schauen, ob mich Herr Ochs oder Herr Junior, nein, der Bär, der empfängt mich und wird mir jetzt mal zeigen, warum das so cool hier ist. Eine normale Uhr kann ja jeder haben. Wer sich für eine Schweizer von Ochs und Junior entscheidet, wird neben den Zeigern noch Dinge aus Raum und Zeit präsentiert bekommen, für die man in der Regel eine persönliche Einweisung erhalten muss. Fein gefräste Mechanik in reiner Perfektion. Bert, seid ihr jetzt hier angetreten, den Rolex und Jägerle Kultus der Welt jetzt sogar rauszumachen? Wir sind überholen an Stückzahlen und allem? Ja, natürlich nicht, weil wir sind die absolute Nische natürlich. Also Rolex macht ja etwa 500 oder 700.000 Uhren pro Jahr, wir etwa 130. Ohne 1.000 hinten dran. Ohne die 1.000, also effektiv etwa 130 Uhren pro Jahr. Und wir verkaufen die ausschließlich direkt an unsere weltweiten Kunden. Also wir haben etwa 3/4 Kunden, die irgendwo auf der Welt sind und die alle mit uns direkt in Kontakt kommen und dann ihr ganz spezielles Einzelstück bei uns halt machen lassen. Jetzt habe ich natürlich eine ganz schreckliche, nämlich eine elektronische Apple Watch hier an für einen Uhrmacher. Das ist die mehrheitsfähigste Uhr, die es in dem Bereich gibt und wahrscheinlich auch die Uhr, die der Schweizer Uhrenindustrie wirklich am meisten Kopfschmerzen bereitet. Wie das so simpel ausschauende Innenleben einer Ochs und Junior präzise zusammengebaut wird, verfolgen die weltweiten Kunden natürlich nicht im Ladenlokal. Das Atelier ist übrigens mittlerweile ins Jura umgezogen. Jede Uhr wird höchstpersönlich konfiguriert. Bei einem mechanischen Chronometer mit seinen Komplikationen ist es eben nicht egal, ob der Träger in Oslo oder Kapstadt lebt. Simples kann auch kompliziert sein. Die ist natürlich verhältnismäßig auch ganz günstig, weil wenn man eine solche Uhr... Das heißt, es ist natürlich die Frage, mit was vergleicht man es? Und wenn Sie jetzt diese Uhr, die Sie jetzt hier in der Hand haben, das ist ja die Tag-Nacht, die den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Position der Mondphase, also die Position des Mondes, die Position der Sonne und die Mondphase aufzeigt. Und man kann auch die Uhrzeit ablesen. Die natürlich auch. Eine solche Uhr gibt es gar nicht. Und wir haben die komplett in-house entwickelt. Wir haben 4 Jahre Entwicklungszeit darauf verbracht. Wie viel? Und die kostet jetzt 16.000 Franken, custom-made. Das ist jetzt nicht etwas, was wirklich überraschend ist und von dem her, also vielleicht überraschend günstig. Das Tolle ist, im Slum von Rio de Janeiro wird sie eigentlich sofort von der Hand gerissen. Genau. Und von dem her ist es wirklich so, also es gibt jetzt diese Uhr noch nicht in Rio de Janeiro, aber wir haben in Rio de Janeiro einen Kunden, der mehrere Uhren von uns besitzt und der eben auch genau aus diesem Grund diese Uhren am Handgelenk hat. Jetzt nicht unbedingt im Slum, aber er ist dort unterwegs. Von ganz kleinen Rädchen zu ganz großen, die Gotthard-Tunnelfräse am Eingang des Verkehrshauses, das ist wirklich ein Museum für die ganze Familie. Wer ein Herz für Technik und Tüfteleien hat, wird hier wunderbare Stunden verbringen können. Nicht erst durch das wahnsinnige Bezwingen der Berge stehen die Schweizer schließlich im Ruf, kleine Daniel Düsentriebs zu sein. Gepaart mit ihrem manchmal leicht schrägen Erfinderhumor ergibt das eine vergnügliche Melange auch für das Kind im Mann. Zahnstangen und Bergbahnen gibt es im Original zuhauf, aber die Modellanlage, wen wundert's, hat natürlich den größten Zulauf. Nun ist die Schweiz zwar nicht unüberschaubar groß, aber durch die vielen Berge wirkt sie etwas undurchdringlich. Nur aus der Höhe bekommt man da ein wenig Überblick, wo sonst das freie Panorama oft durch das nächste Gebirge verstellt wird. Ja, jetzt bin ich wie Gullivers Reisen mit meinen Puschen, mit dem Schweizer Kreuz natürlich unterwegs über diesem wunderbaren Panorama der Schweiz. Von hier oben sieht das alles so klein und niedlich aus. Aber wenn man dann nach unten kommt und wir sind ja hier gerade rund um den Vierwaldstätter See unterwegs, dann sieht man, wie grandios die Berge sind. Und einiges werden wir uns ja in den nächsten Tagen noch anschauen. Zunächst geht es aber auf Tour durch die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Auch das kann man ulkigerweise im Verkehrshaus erleben. Schließlich wird die weltbeste Schokolade ja nicht nur wegen der glücklichen Kühe so zart. Die Technik des Conchierens darf man sich hier erklären lassen. Und kleiner Spoiler-Alarm, wer sich zwischen Schokobohne und Schokotafel schlau macht, darf auch eine kleine Kalorienbombe aus der Wand zapfen. Fast so schön wie bei Charlie im Kino, nur Johnny Depp fehlt leider.
Das hat mich dann doch auf den Geschmack gebracht und gleich richtig. Bei Max Chocolatier in Luzern fühle ich mich in eine Zeit versetzt, als Schokolade eher ein Arzneimittel war für die Happy Few, die es sich leisten konnten. Wenn die Meister hier schmelzend wirbeln, ist alles handmade. Und eines ist sicher, von der Pralinenschachtel beim Discounter trennen uns Universen. Selbst eine Nuss-Nougat-Creme für das Brötchen oder zum Löffeln gegen die Traurigkeit wird da zum absoluten Luxusgut. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Sachen von unserer Sommerkollektion. Hier habe ich ein weißes Schokoplättli mit Kakaobutter aus der Dominikanischen Republik mit gefriergetrockneten Rosenblättern. Nebendran eine Praline. Note in der Praline in dem Sinn, genau. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier auswählen soll. Was macht ihr eigentlich, wenn jetzt jemand reinkommt? Ich hätte gerne eine Milchschokolade, einfach eine Schokonuss. Dann seid ihr geplättet, dann gibt es gar nichts mehr. Nee, also ich suche wirklich immer für jeden Kunden natürlich seine spezielle Praline, sein spezielles Produkt raus. Mhm. Und ich bin sicher, ich würde auch für dich was Passendes finden. Angesichts des Showrooms von Max Chocolatier bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine äußerst dumme Idee wäre, hier mit einem gewissen Hungergefühl oder einem Anzeichen von Unterzuckerung den schmucken Laden zu betreten. Die Lust an der Auswahl wird höchstens durch das Preisschild begrenzt. Mmh, da ist sogar Gefüllung drin. Es ist Kokos und Mango. Mmh, es ist so toll, es ist so lecker. Man darf ja nicht sagen lecker, es ist ja ein Kunstwerk. Und eine Praline kostet so viel wie, ich sag mal, 3 Tafeln einer Schokolade, deren Name ich jetzt nicht sage, die in Deutschland viel gegessen wird. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es ist so schön. Ich würde nur Drehs haben, die so sind wie der hier. Ich will gar nicht mehr raus. Zeit für frische Luft mit einem kleinen, aber durchaus angenehmen Völlegefühl. Zweimal die Woche, am Dienstag und Samstag, inszeniert Luzern rechts und links der Reuss den laut Umfragetestat schönsten Wochenmarkt der Schweiz. Nun muss ich zugeben, dass ich kein Experte bin für Schweizer Wochenmärkte, aber die Lage und auch das oft liebevolle Angebot an den Ständen im Umfeld der Kapellbrücke machen es zum Genuss zu bummeln. Selbst wenn man einfach nur mit den Augen naschen möchte. Die Preise sind übrigens überwiegend moderat. Nicht alles ist teuer in der Schweiz. Es sei denn, man hat Lust auf Fleisch. Ich würde mal so gerne was richtig Typisches aus Luzern essen. Was gibt's denn da? Da kann ich Ihnen die Kügli-Pastete empfehlen. Das ist eine Luzerner Spezialität. Das ist Kalbfleischwürfel, Brätkügli mit Champignons und speziellen Weinbeeren in einer kräftigen Soße. Das ist nicht mit Hase, aber bei hier im Lappen. Nein. Als richtig schönes Schweizer Kalbfleisch, was auf den Almen oben rumgelaufen ist. Jawohl. Die haben ja gar keine Zeit gehabt, auf die Almen zu gehen. Die sind leider schon vorher geschlachtet worden. Eigentlich wird dieses Traditionsgericht der Luzerner Zunft zu Safran nur zu besonderen Anlässen aufgetischt. Aber Küchenchef Andreas Becker vom Gilde-Restaurant Lapin werkelt mittlerweile ganzjährig an der Pastete. Die ist nicht prätentiös oder filigran, sondern eher deftig. Wurde wohl 1700 schlag mich tot von einem Schweizer Offizier aus französischen Diensten heimgebracht und sollte fortan beim Servieren zeigen, dass man es sich leisten kann, gut zu essen. In der Blätterteig-Kanonenkugel verbirgt sich jedenfalls eine Kalorienbombe, eine äußerst wohlschmeckende und mehr als ein paar Schlückchen Alkohol machen auch lustig. Jetzt kriege ich jetzt meine Kügli-Pastete, Kügli, wie man das in der Schweiz oder immer ausspricht. So, bitteschön, einmal die Fritsche-Pastete für den Herrn. Lassen Sie schmecken, guten Appetit. Das sieht ja übersichtlich aus. Danke. Bitteschön. Zum Dessert ein wenig Kunst. Wer etwas für die klassische Moderne übrig hat, der wähnt sich in der privaten Sammlung Rosengart im Paradies. Die Stifterin Angela Rosengart war übrigens eine Muse Picassos, was das Museum so einzigartig macht. Picasso war eigentlich ein guter Freund. Mein Vater hat ihn 1914 bereits kennengelernt, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und wie ich dann das erste Mal mit meinem Vater nach Paris reisen durfte, da war ich 17 Jahre alt, hat er mich mitgenommen ins Atelier zu Picasso. Ich habe ihn kennenlernen dürfen. Allerdings
war ich da so eingeschüchtert von dem berühmten Mann, dass ich kaum ein Wort rausgebracht habe. Er hat bestimmt mit ihm geflirtet, oder? Er hat überhaupt nicht geflirtet, aber am Schluss eigentlich sagt er plötzlich zu meinem Vater, ja, Rosengart, Sie haben aber eine hübsche Tochter. Aha, wenigstens das. Es ist eine sehr persönliche Sammlung, die den Besucher verzaubert. Nicht nur, dass die Stifterin selbst mehrfach von Picasso porträtiert wurde, hier findet man eine Vielzahl geradezu ikonografischer Werke der ganz großen Namen zwischen Impressionismus, klassischer Moderne und Abstraktion, das Ergebnis einer familiären Sammelleidenschaft. Wie ich das im Winter 2001/2 alles abhängen musste. Ich habe persönlich jedes einzelne vom Haken genommen. Das war entsetzlich schwer, dass ich plötzlich begriffen habe, jetzt gehen alle Kinder von mir weg und mein Haus ist leer. Natürlich darf Mutter Angela Rosengart ihre Kinder weiter besuchen. Im ehemaligen Gebäude der Schweizer Nationalbank sind diese heute perfekt präsentiert. Entstanden ist eine der weltweit bedeutendsten privaten, aber eben öffentlichen Sammlungen von Pablo Picasso und Paul Klee. Und es vergeht kaum ein Tag, dass man die sympathische Luzerner Galeristin und Sammlerin und Stifterin nicht schlendernd in ihrem Museum trifft, das sie der Stadt Luzern und der Öffentlichkeit geschenkt hat. Nicht weit davon entfernt liegt das kulturelle Dickschiff von Luzern, direkt am Ufer des Vierwaldstätter Sees. Das KKL, das Kultur- und Kongresszentrum. Der berühmte Architekt Jean Nouvel ließ sich angeblich von einem Schiffsrumpf inspirieren, doch trotz seiner Trutzigkeit, allein schon wegen des massiven Baukörpers, wirkt der monumentale Bau erstaunlich elegant. Und der Konzertsaal gilt akustisch als einer der besten der Welt. Der warme, weiche Nachhall macht das spätsommerliche Luzern-Festival zum Must-Go für Musikfans. Doch nicht nur die Festivals machen das KKL zur guten Stube Luzerns. Es soll die beste Kongresslocation der Schweiz sein. Zumindest hat man in den Räumen mit Fenstern eine Aussicht, die in der Regel inspirierender ist als jeder noch so ziselierte Vortrag. Sie sind natürlich der absolute Star in der Stadtmöblierung von Luzern, die fünf historischen Raddampfer auf dem Vierwaldstätter See. Es ist ein Genuss, wenn Sie allabendlich zurückkehren von Ihren Panoramafahrten über den natürlich schönsten See der Schweiz. Und wenn man dann noch das Glück hat, wie ich, in einem Hotel zu nächtigen in der ersten Reihe am Seeufer, dann kann es nach einem Stadtbummel gar nicht schnell genug heimgehen über die Seepromenade, zum Beispiel ins Nationalhotel. Blaue Stunde auf dem Balkon, ein Glas Wein, den Hausberg Pilatus vor Augen. Ehrlich, was kann das noch toppen? Ich sag's ja immer, es gibt Hotelzimmer mit dem One-Million-Dollar. Und hier im Grand Hotel National in Luzern habe ich das wahnsinnige Glück, so ein Zimmer zu haben. Es ist so schön, hier draußen zu sitzen und die blaue Stunde zu erleben. Den Pilatus, den Hausberg haben wir im Hintergrund, die andere Richtung, der ganze Vierwaldstätter See. Es ist ein Panorama, wo man sich gar nicht satt sehen kann, wo man denkt, es gibt doch Orte auf der Welt, da hat der liebe Gott es ganz besonders gut gemeint. Und es ist so eine Freude, das miterleben zu dürfen. Wahnsinnig schön. Richtig manchmal Tränen in den Augen, wie schön das ist. Und ganz hinten, oben auf dem Berg, glitzert das Birkenstock-Resort in der untergehenden Sonne. Mein nächstes Ziel. Aber das ist dann ein anderer Film.